Und damit herzlich willkommen im Estadio Santiago Bernabéu. Wir spielen schon wieder gegen Chelsea. Ja, vielleicht sogar den gleichen Gegner. Ja, nur zu schön. Benzema! Oh! Ecke. Zack. Oh, verdammt, Bale. Fast. Darf so nicht passieren. Ich glaube, es ist aber ein anderer Gegner. Die Verbindung ist etwas schlechter zu dem hier. Ich wollte schon sagen, führen wir, tun wir trotzdem. Aber leider führen wir noch nicht. Gut gespielt insgesamt. Schön gemacht. Und wieder Rodriguez. Na, Courtois kommt da noch gut ran. Muss er aber auch. Und drauf. Na, schade. Aber fast. Was hat er vor? Kurz spielt er ihn, okay. Komm, Marcelo. Ja, gibt Vorteil. Oben dicht machen. Okay, gibt's halt den Vorteil von mir aus. Wird zu überstehen. Den spielt er kurz. Es war klar, dass der Pass so kommt. Das war alles klar, nur der war perfekt geschossen. Na, ich würde nicht sagen, dass er... Nein, es war kein Eigentor, mein Freund. Schönes Tor. Wunderschönes Tor, muss man sagen. Satt getroffen. Wunderbar. Und es war niemals ein Eigentor. Ganz oben Ronaldo. Hinten liegen, niemals schön. Das heißt nicht, wenn man besser ist. So, müssen wir mal schauen. Ich würde sagen, ich versuche ihn etwas zu locken, aber nicht auf diese Art und Weise. Komm, lauf mit, lauf mit, lauf mit, lauf mit, lauf mit. Oh, geil, Casillas, richtig geil. Ich muss unbedingt unten mitlaufen, damit er dir nicht passt. Und dann super gehalten. Okay, alles gestoppt. Alles ist gut. Dann machen wir einmal den Seitenwechsel. Und Ronaldo und Benzema. Und Ronaldo und Bale. Und fast wär's Ding drin. Lass mal sehen. Der wird oben weiterspielen. Ich deck den mal weiterhin. Und direkt auf Ronaldo. War ein bisschen anders geplant. Hätte man viel mehr mitmachen können. Wieder Ronaldo. Der gewinnt immer seinen Kopfball. Fast immer. Diesmal hat er gewonnen. Hat leider nichts gebracht. Mitlaufen, 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 mitlaufen. Gut gemacht. Und jetzt muss ich dazwischen. Auch wenn es Vorteil gibt. Super gemacht. Oh, das ist doch ein Scherz. Hätte er gefährlich werden können.
Na, ja, Marcello hole ich gerne raus, der ist eh klein. James Rodriguez, Bale. Oh Mann, der wird so daneben gehen. Oh Kacke, ganz ehrlich. Zum Glück hat das nicht gescheit ausnutzen können. Oh, der Pass war geil. Einfach nur geil. Naja, da oben ist es schwierig zu tricksen. Ich sehe nicht alles. Das ist nicht ganz perfekt. Oh, kommen auch schon zwei an. Hier wird er nicht beide decken können. Ach, Ronaldo! Gut gespielt. Einwurf, okay. Och komm, das ist nicht euer Ernst, oder? Dahin. Habe ich schlecht gemacht, habe ich schlecht gemacht. Hat er gut gemacht. Mach's immer noch schlecht. Jetzt habe ich es auch endlich mal. Hier kriegt den Ball abzunehmen. So, locker bleiben. Einmal den Seitenwechsel. Fünf Minuten Nachspielzeit? Ja, nehme ich an. Braucht die Zeit eh. Ah, komm, Benzema. Muss er halt auch mal nach hinten arbeiten, der Gute. Gut gemacht. Sehr schön. Nicht schön. Ach, da wäre viel mehr möglich gewesen. So ist das Leben. Okay, wie spiele ich den jetzt am besten? Zack. Das war jedenfalls nicht am besten. Oben. Und dann mittig. Und dann Benzema. Und er macht den bitte rein. Er schießt halt einfach nicht. Gut, da kann ich da nichts machen. Wenn er nicht schießen mag, dann mag er das halt nicht. Ich glaube, ich sollte Benzema sowieso auswechseln. Ja, jetzt machen wir mal kurz den Wechsel. Benzema. Und bringen Isco. Damit kann ich leben. Ganz vorne. Das passt schon. Okay. Bei der nächsten Unterbrechung gibt es dann Isco für Benzema. Dann muss ich ja an den Gegner anpassen. Und der tut das auch gerade bei mir. Indem er noch ein Tor schießt. Tut er nicht. Gut so. Oh Mann. Oh, Schande. Ging die Flagge hoch und ich dachte, okay, jetzt ist der Elfmeter. Schön. Da wollte ich ihn zwar nicht unbedingt hinhaben, aber passt. Alles sicher. Ganz unten. Der Pass kam schlecht. So dermaßen schlecht. Gut gemacht, Marcello.
Und hier läuft Ronaldo. 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 Ganz oben. Drin. Bale. Sehr geil. Der Ausgleich. Wurde auch Zeit. Wurde auch wirklich Zeit. Oh, da schießt er fast schon wieder, Sainz. Das wäre nicht nur zu schnell, das wäre überflüssig. Und weg mit. Ein bisschen auf Nummer sicher gehen jetzt. Ganz gut gemacht, ja. Bin ich zufrieden mit. Oh, der... Oh Gott im Himmel. Oh, Gott sei Dank. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Oh, das war eine Katastrophe. Doch nicht zu dem! Da läuft doch Ronaldo ganz unten. Mann, wie kann man den nur nicht sehen? Ah, da ist der Spieler mal schön in die falsche Richtung unterwegs. Hau ihn weg, Mann. Bale. Bale wird aufgehalten. Gibt Eckball. Komm ich mit klar. Ich glaube, das war auch nicht so ganz initiiert von ihm. Aber ich nehme ihn. Wie spiele ich ihn am besten? Ich hätte ihn direkt flach spielen lassen. Na. Überlegt und überlegt und überlegt und überlegt und es kam dann nur Bullshit bei raus. Ach komm, Ronaldo, wieso laufen die eigentlich nicht mehr mit nach vorne? Zumindest nicht gescheit, wie ich das hätte. Gerne. Nein! Na! Wie kann man solch einen Ball spielen? Das ist doch zum Davonlaufen. Das hat er toll gemacht. Und da haut er mich. Also komm! Das ist ein Offensivfoul. Kannst du mir erzählen, was du willst? Das ist ein Offensivfoul. Jetzt ist Ronaldo auf dem Weg. Ronaldo! Zurück, Jungs. Bisschen blocken. Was der kann, kann ich schon lange. Abseits und zwar pur. Dranbleiben. Wo geht er lang? Meistens durch die Mitte. Abseits. Startet immer viel zu früh, Isco. Ich kann ihm nicht früher passen. Musst du doch sehen. Er wird wahrscheinlich kurz kommen. Ja, aber klar. Ich hätte gerne 3 Punkte. Wobei einer ist auch nicht so schlecht. 3 sind besser. Das ist halt der Punkt. Ach, Isco. Macht schwaches Spiel. Macht ein super schwaches Spiel. Ronaldo, Isco, sei ja super schwach, kriegt's nicht gebacken, gar nichts. Nur jetzt irgendwas noch zu wechseln, bringt eh nichts mehr, ich wüsste auch nicht wen. Ist er eigentlich geistig behindert oder was? Bitte sei nicht mehr abseits gewesen. Ja, den Ball kriegst du so oder so nicht. Na, völlig egal. Wir haben sehr große Distanz mittlerweile zwischen den Spielen. Ich weiß nicht warum. Sowas nervt. Ich kann keine Angriffe gescheit aufziehen.
Okay, Modric. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen hier? Oh, war das gefährlich. Oh, verdammt, war das gefährlich. Ah, nee. Weit nach vorne. Ich habe meine Zweifel, dass es noch was wird hier. Ich lasse mir echt jeden Ball mittlerweile abnehmen. Bitte, Ramos. Dankeschön. Vorbei. War's bis zum Tor, war es ein gutes Spiel von mir. Nach meinem Ausgleich war es wirklich schwach. Nicht gut. Gut, ich kann mit leben, aber trotzdem. Eigentlich darf es nicht sein. Und es muss vor allen Dingen nicht sein. Aber ich kann schon mal nicht mehr absteigen. Immerhin. Und es war kein Krottenkick von mir. Nur nicht gut genug. Haben wir noch 3 Spiele. Und so wie ich das sehe, müssen wir alle 3 gewinnen, um den Titel noch zu holen. Ja, wird schwierig. Ob wir es hinkriegen, erfahren wir zumindest partiell in der nächsten Folge. Ciao!